So, herzlich willkommen zu unserer nächsten Session. Diesmal kommen wir quasi zum letzten Kapitel, die wir jetzt zum Bereich der Wachstumstheorie zurechnen würden. Und es geht um die evolutorische Wachstumstheorie. Wenn ich mich jetzt selbst irgendeinem Paradigma zuordnen müsste, dann wäre es wahrscheinlich das von der evolutorischen Ökonomik. Insofern freue ich mich auf den Termin natürlich besonders. Und ich kann mal versprechen, dass es definitiv eine sehr, sehr andere Herangehensweise auch nochmal sein wird, als das, was wir bisher kennengelernt haben. Das Framework bleibt aber ansonsten soweit das gleiche. Wir haben mit einer Wachstumstheorie zu tun. Die Wachstumstheorien, die wir bisher kennengelernt haben, waren die klassische, neoklassische, keynesianische Wachstumsökonomik. Und das schließen wir dann eben jetzt mit unserer Betrachtung von der evolutorischen Wachstumstheorie ab. Und insbesondere der letzte Punkt hier, die tiefer gehenden epistemologischen Unterschiede werden jetzt hier nochmal besonders deutlich, denn einige von den Punkten davor gelten jetzt zumindest nur so teilweise. Aber das werden wir uns, wenn wir im Laufe der Veranstaltung Schritt für Schritt kennenlernen. Ich möchte aber starten, einfach weil die evolutorische Ökonomik oder insbesondere die evolutorische Wachstumstheorie sich ziemlich von dem unterscheidet, was wir bisher kennengelernt haben, möchte ich ein paar Vorbemerkungen einfach zum Paradigma der evolutorischen Ökonomik machen. Ich denke, es ist fair zu sagen, dass jetzt vielleicht gemeinsam mit dem Post-Keynesianisten die evolutorische Ökonomik wahrscheinlich so die größte Nicht-Mainstream-Schule in der Ökonomik ist. Also die Schule, die, ich sage ich mal, eigene Communities, Institutionen etc. aufgebaut hat, die man einigermaßen sinnvoll im Sinne inhaltlich definieren kann. Da denke ich schon, dass sie neben dem Post-Keynesianismus eigentlich die größte und am weitesten entwickelte Alternative zum ökonomischen Mainstream, wenn man so möchte, darstellt. Häufig spricht man nicht von der evolutorischen Ökonomik, sondern von der evolutorisch-institutionellen Ökonomik. Und das hat mit dem historischen Ursprung dieses Paradigmas zu tun. Man kann da nämlich so grob zwei Richtungen unterscheiden. Beide gehen irgendwie auf die Arbeiten von Thorstein Veblen und Josef Schumpeter zurück. Das sind beides Autoren, die in der Veranstaltung zur Wirtschaftsgeschichte auch nochmal besonders behandelt wurden. Thorstein Veblen war ein Ökonom, der sehr stark die Anlehnung neben der Biologie auch an die Soziologie gefunden hat. Und wenn Sie jetzt heute Soziologie studieren, dann ist sie wahrscheinlich sehr, sehr groß, dass Sie da mit Thorstein Veblen in Kontakt kommen. Josef Schumpeter dagegen gilt gemeinhin als Ökonom. Er kommt aus Österreich und hat eben weniger so den Kontakt zur Soziologie gepflegt, als es jetzt bei Thorstein Veblen war. Aber wie dieser auch, hat er quasi, und da kommen beide auch definitiv zusammen, haben sie ein ganzheitliches Blick auf die Ökonomie als eingebettet in ein breiteres soziales und natürliches System gesucht. Jeweils von beiden kann man auch sagen, kann man zwei unterschiedliche Hauptausprägungen der evolutorisch-institutionellen Ökonomik heute unterscheiden. Das eine bezeichnet man so ein bisschen als die originäre Institutionenökonomik. Die ist vor allem in der USA noch weit verbreitet, galt, glaube ich, auch so zu Zeiten vor des Zweiten Weltkriegs und kurz danach vielleicht selbst als der Mainstream in den USA. Und die Mitglieder dieser Forschungscommunity fokussieren eben sehr stark auf die Analyse von Institutionen. Allerdings von einer evolutorischen Perspektive. Und das, was man gemeinhin dann doch irgendwie vielleicht so als evolutorische Ökonomik, als Teil der evolutorisch-institutionellen Ökonomik betrachtet, geht vor allem auf die Arbeiten von Josef Schumpeter zurück, wo der inhaltliche Schwerpunkt einfach sehr stark auf Innovation, technologischem Wandel, Wettbewerb darstellt. Dennoch, auch wenn es diese beiden Unterschiede gibt, kann man einen gemeinsamen Kern durchaus identifizieren. Man kann da auch bei der evolutorisch-institutionellen Ökonomik durchaus von einem konsistenten Forschungsprogramm sprechen, ohne jetzt die einzelnen Details zu sehr auszuarbeiten. Was macht den Kern da aus? Das ist zum einen die Ablehnung des Homo economicus. Die Nutzenmaximierung wird hier sowohl als ontologischer Ausgangspunkt abgelehnt, dass Menschen das nicht tun,
Denn sowohl, also in der evolutorischen Ökonomik ist es eben wichtig, es gibt ja dieses Prinzip der evolutorischen Erklärung, dass alle Erklärungen, die man in der Ökonomik verwendet, konsistent sein sollen mit den wissenschaftlichen Ergebnissen der Evolutionswissenschaften. Und der Mensch als Wesen hat sich über die Jahre, in denen er natürlich selektiert wurde, was er nicht mehr tut, aber was passiert ist, herausgebildet mit einem Gehirn, das ein Trade-off hatte zwischen Leistungsfähigkeit und Ressourcenkonsum. Und es hat dadurch überhaupt nicht die Möglichkeiten entwickelt, sozusagen perfekt, also Optimierungsprobleme perfekt lösen zu können. Es hat aber die Fähigkeit entwickelt, mit smarten Heuristiken sich im Kontext echter Unsicherheit, also Situationen, wo wir nicht den einzelnen möglichen zukünftigen Zuständen Wahrscheinlichkeiten geben können oder diese überhaupt kennen, trotzdem navigieren zu können durch diese Heuristiken, weil wir da nämlich diesen Foresight nicht brauchen. Ja, das ist ganz zentral. Und in der evolutorischen Ökonomik lehnt man aber die Annahme der Nutzen oder der Maximierung oder Optimierung auch ab als rein epistemologisches Device. Also Sie haben das bestimmt schon mal gehört, dass manche Ökonomen sagen, ja okay, natürlich, echte Menschen maximieren ihren Nutzen nicht, echte Firmen maximieren ihre Profite nicht, aber wir können sie ganz nützlich motivieren, als ob sie das tun würden. Was man dabei macht, man nimmt dann automatisch an, dass es hier keine echte Unsicherheit gibt, sondern nur ein Risiko. Das heißt, alle möglichen Zustände der Welt sind bekannt und man kann ihnen Wahrscheinlichkeiten zuordnen. Wird auch abgelehnt, eben weil es gerade das Feature von menschlichem Entscheiden ist, dass man das nicht tut, sondern dass man sich auf etablierte und in der Vergangenheit bewährte Heuristiken verlässt, die einem dort ermöglicht haben, so eine Entscheidung zu treffen in einem Kontext echter Unsicherheit. Und das ist ein zentrales Feature des menschlichen Entscheidungsprinzip. Und dieses zentrale Feature muss man behalten, wenn man quasi menschliches Verhalten tatsächlich erklären möchte. Diese As-If-Assumption, ja, dass man sagt, Menschen verhalten sich aber als ob sie optimieren würden, führt dem oder würde demzufolge würde in die Irre führen, ja, wenn man einen zu großen Abstand von denen nimmt, wie Menschen tatsächlich sich entscheiden. Zweite große oder so Kernelement, was das auch vom Mainstream ablehnt, ist die Ablehnung von a priori Gleichgewichtsannahmen. Gerade die evolutorische Ökonomik wird häufig als Ungleichheitsökonomik bezeichnet. Man geht davon aus, dadurch, dass es ständig radikale Änderungen gibt, Krisen, aber eben auch radikale Innovationen, dass Menschen ständig neue Ideen haben, mit denen sie Institutionen verändern, wo aber auch neue Erfindungen entstehen, die quasi unser ganzes soziotechnisches Kontext verändern. Da macht es keinen Sinn, von Gleichgewichten zu reden. Es kann sein, dass sich die Ökonomie temporär mal oder insbesondere kurzfristig in einem Gleichgewicht befindet. Allerdings sollte man das nicht a priori annehmen, sondern man sollte seine Modellannahmen so wählen, dass unter Umständen vielleicht mal ein Gleichgewicht rauskommt. Aber das sollte man als Ergebnis betrachten und nicht als a priori Annahme, die nämlich unplausibel ist. Und letztendlich gibt es auch, kann man sagen, dass das dadurch dem Forschungsprogramm dadurch gekennzeichnet ist, dass es sich methodisch inspirieren lässt, vor allem über die Biologie. Das Prinzip der evolutorischen Erklärung habe ich schon angesprochen, aber überhaupt so diese Idee, dass die Ökonomie nicht etwas ist, was sich zu einem bestimmten Ziel entwickelt, sondern konstant evolviert. Technische Institutionen koevolvieren mit sozialen Institutionen, wir einen konstanten Wandel haben. Das sind alles Punkte, wo sich die evolutorische Ökonomik eben sehr stark auch an der Biologie orientiert. Gleichzeitig ist es auch intern durchaus diverse Forschungsprogramme. Es gibt wichtige methodologische Debatten in der Evolutorik. Einen Punkt möchte ich ansprechen, nämlich die Debatte zwischen dem universellen Darwinismus und der Kontinuitätshypothese, weil ich mir gut vorstellen kann, dass ihr das irgendwo schon mal aufgeschnappt habt oder das grundsätzlich häufig kommt. Eine zentrale Methode innerhalb der evolutorischen Ökonomik ist es, Selektionsmechanismen zu modellieren. Man geht davon aus, oder man verwendet häufig Analogien zur Biologie in dem Sinne, dass man sagt, man hat hier eine Population von unterschiedlichen Akteurinnen und die werden selektiert gemäß eines bestimmten Kriteriums. Das kann Profite etc. sonst was sein.
Und wenn man sowas hört, dann kann das einfach nur so eine flapsige Analogie sein, es kann aber auch wirklich ein methodisches Framework sein. Da scheiden sich in der evolutorischen Ökonomik die Geister. Die einen sagen, es gab mal eine Zeit, wo solche Selektionsprozesse tatsächlich in sozialen Systemen stattgefunden haben. Das ist eine Zeit vor wahrscheinlich 1000, 1500 Jahren längstens. Warum? Zu der Zeit war es wirklich so, dass der Mensch gestorben ist, wenn er nicht gut performt hat. Ja, das können wir uns gut vorstellen. In der Steinzeit, wenn da irgendwie eine Gruppe von Menschen unterwegs war und einer von den Menschen oder die Menschen hatten irgendwie zum Beispiel konsistent schlechte Entscheidungsheuristiken, dann ist dieser Stamm wahrscheinlich ausgestorben. Und Stämme, die besonders gute Entscheidungsheuristiken hatten, die es zum Beispiel geschafft haben, interne Kooperation gut zu organisieren, die haben wahrscheinlich überlebt. Und es ist so, das kann man auch biologisch zeigen, wenn das Selektionsumfeld sehr lange, sehr stabil ist, dann kann es auch zu genetischen Veränderungen kommen. Das heißt, dann kann es sein, dass bestimmte Verhaltensimpulse tatsächlich genetisch terminiert werden in unseren Genen. Und wo sich alle in der evolutorischen Ökonomik einig sind, ist, dass das früher mal so war und dass die Bedeutung bis heute mitschwingt. So zum Beispiel das Ding ist, dass Menschen, wenn sie etwas konsumieren, dass sie unmittelbaren Konsum deutlich besser finden als Konsum in der Zukunft. Das ist was man durchaus evolutionspsychologisch gut erklären kann, wenn man nämlich sagen kann, früher als die Leute irgendwie in der Wildnis unterwegs waren, dann haben diejenigen, die sich das erlegte Tier aufgehoben haben, potenzielle Nachteile, kam ein anderer Stamm, hat es einem weggenommen, das Tier das Fleisch ist verschmutzt worden, man hat sich eine Krankheit eingefangen etc. Wenn man schnell viel davon konsumiert hat, war man in der Regel besser dran. Und deswegen kann man bis heute zeigen, dass Menschen sozusagen diesen Entscheidungsdefekt oder diese Entscheidungsheuristik sozusagen haben. Damals war kein Defekt, war es ja gar kein Defekt, damals war es hilfreich, heute aber nicht. Und so die Implikationen von solchen Instinkten, die sich herausgebildet haben, in einem ganz anderen Kontext, welche Folgen die heute haben, das ist mit Sicherheit was viele Evolutoriker erforschen. Sie sind sich aber nicht einig, ob man das heute immer noch sagen kann, denn Gott sei Dank, da sind sich alle einig, wird der Mensch heute nicht mehr selektiert. Und es ist auch so, dass das Umfeld heute deutlich weniger stabil ist als früher. Das heißt, Leute, die der Kontinuitätshypothese anhängen, die sagen, der Mensch heute ist Produkt seiner Evolutionsgeschichte. Er evolviert nicht mehr weiter in dem Sinne, dass irgendwelche Instinkte neu in uns reinprogrammiert werden, aber die Instinkte, die wir bekommen haben aus der Zeit, als wir noch selektiert wurden, die haben ökonomische Implikationen heute. Daran sollen wir unser Akteursbild ausrichten. Das muss der Ausgangspunkt für Erklärung in der evolutorischen Ökonomik sein. Das ist die Kontinuitätshypothese. Der universelle Darwinismus geht einen Schritt weiter und der sagt, ja, wir können es nicht eins zu eins von der Biologie übernehmen, aber auch heute haben wir Selektionsmechanismen, zum Beispiel soziale Normen, Gruppen, die besonders erfolgreich sind, die werden ihre Normen weiter verbreiten, andere werden sich durch menschliches Lernverhalten an denen orientieren, die besonders gut sind. Das heißt, wir können auch heute eigentlich noch mit dieser Selektionsanalogie argumentieren. Beispiel bei Firmen zum Beispiel, Firmen, die besonders gute Geschäftsheuristiken haben, die breiten sich weiter aus. Firmen, die schlechte Geschäftsheuristik haben, gehen zurück. Das heißt, mit dieser universellen Darwinismus-Argumentation argumentiert man viel direkter, bedient man sich viel direkter quasi den Analogien aus der Biologie, auch heute noch. Ja? Und es ist eine offene Debatte, zu welchem Grad das methodisch hilfreich ist. Und ich wollte es mal angekündigt haben, weil gerade dieser universelle Darwinismus eben eine Strömung ist, die man nicht nur in der evolutorischen Ökonomik findet, sondern einfach in ganz, ganz vielen Bereichen, ganz, ganz vielen Bereichen in den Wissenschaften. Dazu will ich jetzt nicht so weit ins Detail gehen, einfach damit ihr so ein bisschen Hintergrundwissen habt, was man davon was in der evolutorischen Ökonomik so diskutiert wird. Was auf jeden Fall daraus folgt, aus dieser Herangehensweise, sich stärker an der Biologie zu orientieren und diese Kernfeatures hier aufzuweisen. Daraus folgen auf jeden Fall einige Dinge. Zum Beispiel, dass sich die evolutorische Wachstumstheorie in mehreren Aspekten wirklich fundamental von allem unterscheidet, was wir bisher kennengelernt haben.
Zum ersten Mal ist es so, dass es eigentlich keine genuinen Makromodelle sind. In der evolutorischen Wachstumstheorie geht es um eine enge Integration von Mikro, Meso und Makro. Also es wird die Mikroebene der Individuen betrachtet, die Mesoebene der Firmen und die Makroebene von, sag ich jetzt mal, gesamten Ökonomien, wobei auch viele Zwischenschritte nochmal eingeführt werden, zum Beispiel Sektoren oder Industrien. Das werden wir sehen, ist ganz zentral. Diese Interdependenz der unterschiedlichen Levels spielt eine zentrale Rolle in jeglichem Denken der evolutorischen Ökonomik, und man ist sehr, sehr skeptisch, wenn Leute ausschließlich auf der Mikro- oder ausschließlich auf der Makro-Ebene argumentieren. Wir haben in der evolutorischen Wachstumstheorie keinerlei Referenzen zu irgendwelchem individuellen Optimierungsverhalten. Ganz anders als in der neoklassischen Ökonomik, auch anders als in der keynesianischen Ökonomik, wo wir ja zum Beispiel das Investitionsverhalten von Kapitalistinnen auch mithilfe eines Optimierungsproblems dargestellt haben. Wir haben kaum Referenzen zu ökonomischen Gleichgewichten, auch das in der keynesianischen und der klassischen und der neoklassischen Ökonomik anders, wo wir häufig mit Gleichgewichten auf bestimmten Märkten argumentiert haben, beziehungsweise die Gleichungen so aufgelöst haben, dass wir gesagt haben, okay, wir gehen davon aus, zum Beispiel der Kapitalmarkt räumt sich, daraus leiten wir dann Implikationen für die anderen Variablen ab. All das gibt es in der evolutorischen Ökonomik nicht. Und daraus ergibt sich auch ein völlig anderer Methoden- und Modellierungsstil. In der evolutorischen Ökonomik sind Simulationsmodelle, wo man bestimmte Regeln, Punkte programmiert und dann das System simuliert, viel weiter verbreitet, als es in der keynesianischen, in der klassischen Ökonomik ist. In der neoklassischen Ökonomik heute gewinnt sowas an Einfluss, aber nur zur Approximation von Gleichgewichten als solcher. So richtige Simulationsmodelle, richtig anerkannt ist das vor allem in der evolutorischen Ökonomik. Und das ist dann auch der Beitrag, den die evolutorischen Ökonomik vor allem zu einem agentenbasierten Modellieren leistet, was jetzt, sage ich mal, so vielleicht als die modernste Simulationsmethode gilt. In jedem Fall, dieser Fokus auf Simulation als Modellierungstool, den haben wir bisher so noch nicht gesehen. Und weil das eben sehr, sehr anders ist, gehen wir Schritt für Schritt vor, wollen uns jetzt dieses Paradigma Schritt für Schritt erschließen, und zwar folgenderweise. Ich möchte was über den Ausgangspunkt der evolutorischen Wachstumstheorie sagen. Das ist tatsächlich das Modell von Robert Solow. Das war sozusagen der Punkt, wo man wirklich angefangen hat, sich auch von evolutorischer Perspektive mit Wachstum zu beschäftigen. Das war die Kerninspiration. Ich möchte dann anhand von einem Kernbeitrag der evolutorischen Ökonomik, nämlich dem Buch von Nelson und Winter von 1982, mal die Kernelemente eines so evolutorischen Ansatzes für die Wachstumstheorie darstellen. Und was dann einfach ganz wichtig ist, und deswegen wird diese Session hier nicht nur über die Evolutorik gehen, ich möchte einen kurzen Exkurs zur endogenen Wachstumstheorie, das ist, sage ich mal, die Mainstream-Herangehensweise heute als an das Wachstum geben, die eigentlich unmittelbar auf dem Solow-Modell aufbaut, aber eben sich sehr stark unterscheidet von dem evolutorischen Ansatz. Und die beiden Ansätze möchte ich dann auch nochmal miteinander voneinander abgrenzen. Das Ganze würde ich dann schließen mit einem kurzen Ausblick auf die evolutorische Forschungspraxis und der endogenen Wachstumstheorie heute. Und dann am Ende, dann habt ihr, glaube ich, wirklich alle Ansätze zur Wachstumstheorie in ausreichender Art und Weise kennengelernt und könnt euch dann selber eure eigene Spezialisierung aussuchen und überlegen, wo ihr, was ihr irgendwie am interessantesten fandet, und euch da dann eventuell noch weiter im Detail mit auseinandersetzen. Aber wie gesagt, starten wir mal mit meinem Lieblingsparadigma sozusagen und schauen uns die Ursprünge der evolutorischen Ökonomik mal genauer an. So, wenn ich jetzt von dem Ausgangspunkt der evolutorischen Wachstumstheorie spreche, dann müsst ihr euch vorstellen, dass wir uns jetzt so ein bisschen in diesem schumpeterianischen Bereich der evolutorischen Ökonomik bewegen, weil das auch der Bereich ist, wo man sich mehr mit Wachstumsdynamiken auseinandergesetzt hat. Und vielleicht erstmal ein bisschen paradoxerweise, der Ausgangspunkt dieser Wachstumstheorie, der ist tatsächlich im Solow-Wachstumsmodell zu finden, auch wenn das erstmal ein bisschen unintuitiv ist. Wie ist das passiert? Schauen wir mal in der Geschichte zurück. Ihren Ausgangspunkt findet die evolutorische Wachstumstheorie tatsächlich in einem Buch von Richard Nelson und Sidney Winter aus 1982. Ich habe dieses Buch jetzt mal recht ausführlich reingeguckt in Vorbereitung zu dieser Veranstaltung. Und ich war wirklich in dem Sinne überrascht. Ich habe selber lange nicht mehr reingeschaut. Es ist wirklich auch heute noch
sehr gut lesbar und es ist heute noch sehr informativ. Also es ist jetzt tatsächlich eins von diesen alten Büchern, wo man reingucken kann. Man liest die heute und man hätte definitiv das Erscheinungsdatum überschätzt. Also das lohnt sich wirklich. Also gerade auch so diese Einleitung und auch die Beschreibung des einen Modells ist wirklich cool und ist wirklich gut verständlich und es ist vieles davon leider auf eine gewisse Art und Weise heute immer noch extrem aktuell. Das ist ein Buch, was wirklich ein neues Forschungsprogramm geprägt hat. Ja, so sah das aus. Es ist auch ein Buch, was, finde ich, in vielerlei Hinsicht beeindruckend ist. Die beiden Autoren haben sich kennengelernt während ihrer Promotionszeit. Der eine, Sidney Winter, der war quasi, sage ich mal, der Experte für Firmenverhalten. Er hat sich sehr stark mit Organisationsverhalten auseinandergesetzt. Und Richard Nelson, der untere der beiden, eben mehr mit ökonomischen Dynamiken. Und die beiden haben wirklich gemeinsam dieses Buch geschrieben, gemeinsam ihre Perspektiven reingebracht. Und dadurch ist wirklich durch diese Kombination was extrem Spannendes gefunden, was wirklich bis heute auch noch rauf und runter zitiert wird. Und glaube ich wirklich als eins der wichtigsten Bücher in der Gesamtökonomik des 20. Jahrhunderts gelten kann. Auch wenn es, wie gesagt, im ökonomischen Mainstream nicht aufgenommen wurde in der Art, wie es eigentlich verdient war. Aber es gab auch viele Leute, die gesagt haben, als Paul Romer den ökonomischen Nobelpreis bekommen hat für die endogene Wachstumstheorie, dass das ein großer Fehler war, nicht hier Richard Nelson und Sidney Winter auch auszuzeichnen, einfach wegen diesem Buch. Ja. In diesem Buch wird ganz viel definiert, wie man in der evolutorischen Ökonomik vorgeht. Interessanterweise, das Buch heißt jetzt An Evolutionary Theory of Economic Change. Der eigentliche Titel, den die beiden dem Buch geben wollten, war An Evolutionary Theory of Economic Capabilities and Behavior. Und das zeigt schon, dass man hier nicht auf der Makro- oder der Mikroebene verharrt ist, sondern man hat hier wirklich versucht, eine Integration von Mikro, Makro und allen möglichen Zwischenebenen anzustreben. Und warum hat man das versucht? Man hat das versucht, weil man unzufrieden war mit dem Status quo der Wachstumstheorie damals. Das Buch startet mit einer Einleitung und geht dann erstmal über das Solo-Wachstumsmodell. Und es gilt gemeinhin deswegen auch so ein bisschen als ein Paradebeispiel, wie man eigentlich ökonomische Theorie kritisieren soll. Es beschreibt, wie das Solo-Wachstumsmodell funktioniert. Es leitet Sachen her. Es erläutert dann, warum man damit unzufrieden ist. Es arbeitet eine Alternative aus und zeigt dann ganz genau, wie die Alternative alles das, was das alte Modell erklären kann, auch erklären kann, besser erklären kann und noch mehr erklären kann. Also eigentlich auch in dem Sinne wirklich so ein methodisches Paradebeispiel. Und der Ausgangspunkt, wie gesagt, liegt in der Kritik des Solo-Wachstumsmodells. Und das Interessante dabei ist, und da müssen wir jetzt mal an die allererste Session zur Wissenschaftstheorie zurückerinnern, die Autoren kritisieren nicht den empirischen Fit von dem Solo-Wachstumsmodell zu seiner Zeit. Das heißt, ihre Kritik baut nicht auf einer deskriptiven Output-Validierung aus. Sie sagen, Neoclassical Theory has provided a fruitful way of looking at certain macroeconomic patterns of growth. Das heißt, das Solo-Wachstumsmodell wird nicht in dem Sinne kritisiert, dass es bestimmte Dynamiken nicht reproduzieren kann. Denn das konnte es insbesondere zu dieser Zeit. Vielmehr geht es in der Kritik über die zugrunde liegenden Mechanismen, die das Solo-Modell annimmt. Also es geht eigentlich um eine Kritik der mechanistischen Adäquanz bzw. der Prozessvalidität von dem neoklassischen Ansatz und um eine Kritik des größeren theoretischen Rahmens, der laut Nelson und Winter Fortschritt in der Ökonomik behindert und nicht unterstützt. Ja? Also wenn wir jetzt dieses Zitat hier gerade nochmal nehmen. Neoclassical Theory has provided a fruitful way of looking at certain macroeconomic patterns of growth. Aber im Text weiterlesen, dann steht da, however, it has been strikingly unsuccessful in coming to grips with the phenomena of technological change. And relatedly, that theory stands as an obstacle in thinking about microeconomic phenomena and macroeconomic phenomena within the same intellectual frame. Das heißt, ein zentraler Ausgangspunkt von Nelson und Winter war die Kritik, dass die makroökonomische Theorie von Solow eigentlich losgelöst ist von all dem, was auf der Mikroebene abgeht. Da passiert ganz viel, wenn man sich die Firmenebene anguckt. Das alles ist in diesem Modell nicht drin und technologischer Wandel ist auch exogen. Ja, das war ja auch so was, Solow-Wachstumsmodell ist ein exogenes Wachstumsmodell.
Das kritisieren die beiden Autoren. Und dementsprechend gehen sie in ihrem Buch auch vor. Ja? Sie nehmen das Solo-Wachstumsmodell als empirischen Benchmark, gegen den sie ihr eigenes Modell dann testen wollen. Und sie versuchen das zu erweitern, in dem Sinne, indem sie die Mikroebene mit einbeziehen und einen anderen Erklärungsmechanismus zugrunde legen. Bei gleichem Erklärungsmechanismus, aber auch Berücksichtigung der Mikroebene, da kommen wir dann bei der endogenen Wachstumstheorie an. Das heißt, die endogene Wachstumstheorie und die evolutorische Wachstumstheorie können eigentlich beide als Antworten auf das Solo-Wachstumsmodell verstanden werden. Deswegen habe ich damals auch mal so erzählt, dass es geschichtlich das Solo-Modell so wichtig war. Und hier wollen wir uns jetzt eben mit der evolutorischen Antwort beschäftigen. Die zur endogenen Antwort gebe ich später, wie gesagt, auch nochmal einen Exkurs. Wenn wir also zusammenfassen wollen, was Nelson und Winter hier tatsächlich vorhaben, dann können wir das eigentlich auch sehr gut mit dem folgenden Zitat tun. The challenge of an evolutionary formulation then is this. It must provide an analysis that at least comes close to matching the power of neoclassical theory to predict and illuminate the macroeconomic patterns of growth. Mit predict war damals vor allem gemeint, dass sie sozusagen ihr Modell zu den Wachstumsraten insbesondere in den USA kalibrieren können. Das heißt, dass man das Modell deskriptiv Output validieren kann, und zwar nicht schlechter als das Solo-Wachstumsmodell. Aber jetzt geht's weiter. And it must provide a significantly stronger vehicle for the analysis of the processes involved in technical change, and in particular enable a fruitful integration of understanding of what is going on the micro level with what's going on a more aggregated level. Das heißt, Nelson und Winter geht es darum, zum einen mal plausiblere Mechanismen darzustellen, die technologischen Wandel zugrunde liegen, die Wachstumsraten zugrunde liegen, und sie möchten diese Mechanismen auf eine Art darlegen, dass sie eben nicht nur auf der Makroebene verharren, sondern eben auch die Mikroebene betrachten. Euch ist vielleicht aufgefallen, dass ich hin und wieder mal so von Mikro, Meso, Makro rede. Das liegt daran, dass unterschiedliche Autoren diese unterschiedlichen Ebenen unterschiedlich verwenden. Also mit Nelson Winter, wenn sie von der Mikroebene reden, meinen sie einzelne Firmen. Später wird dann häufig gesagt, naja, das ist ja eigentlich die Meso-Ebene, es gibt ja darunter noch eine individuelle Ebene etc. Das ist auch völlig egal. Zentral ist die Aussage, dass hier unterschiedliche Ebenen miteinander im gleichen theoretischen Frame behandelt werden sollen. Und mit dieser Aussage haben Nelson und Winter eigentlich bis heute die Agenda der evolutorischen Ökonomik geprägt. Ne? Es gibt zwar auch in der evolutorischen Ökonomik immer wieder Kritik an dem empirischen Fit, also an der empirischen, an der deskriptiven Output-Validität von neoklassischen Modellen zu makroökonomischen Daten. Also dass man zum Beispiel kritisiert, dass Wachstum dort linear ist, dass es keine Strukturbrüche gibt, dass radikale Innovationen und so weiter nicht richtig berücksichtigt werden. Aber vor allem geht es darum, zum einen realistischere Mechanismen darzustellen, um diese makroökonomischen Dynamiken zu erklären. Und zweitens eben wirklich eine Gesamtbetrachtung von Mikro, Meso, Makro zu haben, weil man eben davon ausgeht, es gibt wichtige Mechanismen, die von der Makroebene auf die Mikroebene wirken, wie zum Beispiel das Festsetzen von institutionellen Rahmenbedingungen, die gesamtwirtschaftliche Situation hat einen Einfluss darauf, wie Firmen sich entscheiden und so weiter. Aber eben genauso den anderen Weg nach außen. Letztendlich geht man auch davon aus, das Bruttoinlandsprodukt ist halt eine Summe der Produktion. Produktion findet in den Firmen statt, nicht auf der Makroebene. Allerhöchstens meinen Firmen, die dem Staat gehören, aber produzieren tun am Ende die Firmen. In Firmen finden Lernmechanismen statt, in Firmen werden Leute angestellt etc. Das heißt, wir haben zentrale Bottom-up-Mechanismen, und eine befriedigende Analyse von ökonomischem Wachstum muss sowohl diese Top-Down- als auch diese Bottom-up-Mechanismen erklären. Und das ist sozusagen eigentlich bis heute das in meinen Augen ziemlich spannende Forschungsprogramm der evolutorischen Wachstumstheorie.